Die Meisterschaft ist entschieden. Und zwar sowohl die spanische als auch die Hausmeisterschaft von Attensam. Die Hausbetreuungsfirma setzt eine originelle Werbestrategie ein. Sie schickt ihre Kunden nach Barcelona, und zwar zum Meisterschaftsendspiel des FC Barcelona als Hauptpreis des Hausmeisterschaftsgewinnspiels. Mit dieser Aktion möchte sich Attensam bei den Hausverwaltungen nach der langen Wintersaison für die gute Zusammenarbeit bedanken. Thomas Rauchdobler hat Glück und kann so die Meisterschaft für sich entscheiden. Er gewinnt für sich und seine Frau eine Reise nach Barcelona, die Stadt, in der sogar Columbus ein FC Barcelona T-Shirt trägt. Traumhaftes Essen, die imposante Architektur Gaudis und vor allem eines: Fußball. Denn auf dem Programm steht das Endspiel der Primera División in Begleitung von Hans Krankl. Ich habe mit ihm ein bisschen Smalltalk betreiben können, haben ein bisschen über die Zeit, wie er zum FC Barcelona gekommen ist, befragen können. Er ist sehr umgänglich, man kennt ihn über seinen Schmäh, der kommt auch so rüber. Und das beweist dieser auch im Interview. Hello again, die Nummer 1. Befragt man ihn aber zu dem Spiel von FC Barcelona gegen Malaga, zeigt Hans Krankl auch seine mitfühlende Seite. Im Spiel hat es viele besondere Momente gegeben, aber besonders berührt war der Abschied von Abidal, der Barcelona verlässt und ja eine schwere Krankheit gehabt hat. Wir haben gesehen, was ein Mann, der 6 Jahre hier spielt, was der für ein Ansehen genießt. Am Tag nach dem Spiel gibt es in Barcelona noch einiges zu entdecken. Den Parc Güell zum Beispiel, mit der faszinierenden Architektur Gaudis. Oder die stimmungsvollen Tapas-Bars, Straßenfeste der besonderen Art und das Stadion hinter den Kulissen. Thomas Rauchdobler kann sein Glück gar nicht fassen. Dass wir noch gezogen worden sind bei dem Gewinnspiel, modsmäßiger Glück gehabt und von der Organisation her super. Wir haben angefangen mit einer Stadtrundfahrt über das Spiel vom FC Barcelona. Heute sind wir noch auf dem Berg herum und genießen die Aussicht. Die Hausmeisterschaft von Attensam ist also gewonnen und war bestimmt eine gelungene Werbestrategie. Familie Rauchdobler und die Herren von Attensam haben es sichtlich genossen.